Überhaupt nicht. Ach so, mit der Umstellung, ja. Ja, ist so, ne? Was willst du machen? Ups. War ja mal wieder die letzte, aber ich bin gespannt, welche Ausreden, dass sie sich diesmal einfallen lassen, damit es nicht die letzte war. Oh, was voll cool ist, meine Drohne ist heute angekommen. Möchte ich euch nicht vorenthalten, ne? Das ist meine Drohne. Die hat quasi, unten hat die eine Kamera und vorne hat die so eine bewegliche Kamera mit drinne. Voll cool, die klappst du einfach so auf. Dann kannst du mit dem Ding hier so in der Gegend rumfliegen. Ich habe es in der Wohnung jetzt schon mal versucht. Gewöhnungsbedürftig, sehr gewöhnungsbedürftig. Also im Hover-Modus, da geht das ja, aber ansonsten, wenn du hier alles, Höhe und so weiter, selber halten musst, das ist schon ja nicht gar so einfach. Das ist ja jetzt erstmal so ein Billigteil hier von AliExpress, ne? Das hat, glaube ich, keine Ahnung, 15 € oder was das Ding gekostet hat. Mal so ein bisschen zum Herumexperimentieren. Welche Zeitumstellung? Ist mir gar nicht aufgefallen. Andi, einen wunderschönen. Ja, dann wird es dich wundern, dass ich jetzt schon online bin, ne? Ja, was wollen wir denn eigentlich heute treiben? Ich bin so ein bisschen planlos. Anmerkung des Moderators. Am Donnerstag wird es keinen Stream geben, weil ich am Donnerstag mit Packen beschäftigt bin. Eventuell, wenn ich es schaffe, mit dem Packen halbwegs zeitlich fertig zu sein, dann ja, dann schmeiße ich noch einen Stream an. Aber wenn ich erst gegen 9:30 oder was mit dem Packen fertig bin, rentiert sich das gar nicht mehr, dass ich noch den Stream anschmeiße. Deshalb mal gucken. Aber ich bin ja relativ, also Männer allgemein sind ja recht schnell mit dem Packen, ne? Hose, Socken, Unterhosen, Waschzeug, vielleicht ein Pulli, fertig. Frauen sind ja da so ein bisschen, naja, falls es regnet, falls es warm wird, falls es kalt wird, falls es windig ist, falls es warm kalt ist, falls die Sonne scheint, weiß man ja nicht, ne? Sons of the Forest, es gab ein Update. Sekunde, da muss ich mal eben ganz fix gucken. Habe ich das gezogen? Übrigens, Sons of the Forest hat mittlerweile Planet Crafter, Days Gone, Forest 1, Subnautica Below Zero komplett überholt. Jetzt als nächstes steht Detroit Become Human und das normale Subnautica im Angriff. Was? Mein Koffer packen? Nein, 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 nein. Meine Lady ist da so. Zwergi hat heute einen Fendt 306 LS oder IS LS begutachtet und übt seitdem Traktor zu sagen. Traktor. Einfach nur brrrr. So, dann lass mal gucken. Also ich könnte spielen. Patch 2. Dann will ich mal ganz kurz reingucken. Edit New Demon Boss. Schön. Edit Dead Cultist. Okay, es gibt eine neue Art. New Double Story Cannibal Hardtype Edit. Okay. Turtle Shell Rank. Oh, ein Regensammler. Tougher Puffy Variation, was ist das denn? Ein neuer Raum in einem Bunker? Ein neues Höhlensystem? Admin brauchen wir nicht. Weitere Story-Elemente? Auto-Backup-System. Okay. Und das ist. Ui, hallo. Aber ja, hallo, ist das wieder eine ellenlange Liste. Und gleich Hotfixes hinterhergeschmissen. Einen wunderschönen guten, ach ja, Abend. Giffy, einen wundervollen wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast die Zeitumstellung halt verkraftet. Ja, dann ist das Ding ja eigentlich relativ easy, ne? Dann gucken wir doch mal rein. Aber jetzt rauszufinden, in welchem Bunker welches Ding mit dazu geaddet wurde, das denke ich mal, wird relativ kompliziert werden, weil wir waren ja.
Ach nee, wir waren noch nicht in einem. Wir hatten die Schaufel das letzte Mal gefunden. Das heißt, wir können jetzt buddeln wie die Großen, ne? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns einfach überraschen. So, Einzelspieler weiterspielen. Das war der 21. März, Tag 28 sind wir schon. Sind ja schon knapp einen Monat auf der Insel, ne? Muss die sonst gleich noch ein bisschen hochziehen? Ja. Ich denke, so dürfte dann passen. Wenn irgendwas ist, ne, einfach Bescheid husten. Dann können wir das. Ansonsten seid ihr gut in die Woche gestartet, Leute. Also der Montag, ich war ja komplett Matsche, ne? Der ganze Montag war für mich irgendwie kopfmäßig so. Nee. Egal, was ich gemacht habe, ich habe das Gefühl gehabt, wieso schlieren ziehe ich dann hinter mir her? Keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam. Was hattest du heute? Ah. Oh, wir haben ja auch die neue Axt. Montag gleich morgens, Anwalttermin war aber okay. Oh, Anwalt. Nie schön. Wir müssen pennen, glaube ich, oder? Moin. Kevin. Nee, warte, bleib erstmal hier. Oh, das tut mir jetzt aber auch enorm leid. So, geht das? Ach nee, geht nicht. Sekunde. Haha, weil ich mal wieder ein Drops bin. So. Jetzt in der Gucke. Na guck, schau, da sind wir wieder. So, ein bisschen zu futtern haben wir ja noch. Und wir haben 17 Uhr noch was. Na, da können wir doch einfach mal durchpennen. Ganz schlimm bei Wetterwechsel. Ja, heute Morgen Schnee bei uns, ne? Hab auch gedacht, ich stehe im Wald. Ich möchte mir in 2 Wochen eigentlich meine Sommerreifen draufballern lassen. Hat denn Don auch den Hilly gratuliert? Heute? Habe ich das verpennt? Ach du, meine Güte. Nein, natürlich nicht. Muss ich dann gleich machen. Oder war das gestern? Weil gestern war ich total durch. Ja, heute. So, Sekunde. Dann muss ich jetzt mal hier eben ganz kurz tätig werden. So, hier entschuldige ich mich mal ganz kurz. So, da ist er wieder. So, Entschuldigung. Aber muss sein. Gut. Warum haben wir da hinten ein Signal angebracht? Was war da hinten? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Was sagt unser Inventar? Das sieht eigentlich noch... Da haben wir da 4 Leiterplatinen. Das ist okay, das ist okay. Unsere Armbrust. Das sieht noch gut aus. Wir sitzen hier eigentlich kein Licht an. So. So, wir haben noch einen Lufttank und das Ding, ja, das passt auch. Schrotflinte. Stimmt, wir haben auch die Schrotflinte.
Das haben wir als 5. Oh, funktioniert das? Warte mal, wenn wir das als 5 nehmen, kombinieren. Ah ne, was ist das da? Ah, Schrotflintenaufsatz. Laservisier, aber da kriege ich die Lampe. Wo habe ich denn die Lampe hingeballert? Oh, die habe ich, glaube ich, auf der Armbrust, ne? Geh mal weg. Nee. Oh, den Schlitten, den müssen wir auch noch ausprobieren. Zerlegen. Du weg. So, jetzt haben wir dann zumindest Licht auf der Schrotflinte. Mehr oder weniger. Naja. Dann sollten wir vielleicht auch Schrotflintenmunition mitnehmen, ne? Ist das Schrotflint? Flintenlauf. Nee, das ist kein Flintenlauf. Schrotflinte. Das hier. Oh. 6-mal nur. Dann lassen wir eine hier. Damit wir wissen, dass die da reingehören. Ach, das Signal. Genau. Das war das Virginia geben. Recht hast du. Recht hast du. Da muss ich die Schrotflinte. Nee, warte. Ja, wenn wir Virginia sehen, dann geben wir ihr die Schrotflinte. Das heißt, wir müssen die erstmal wieder zerlegen. Wenn ich den Chat nicht hätte, ne, wäre ich irgendwie verloren. So. Das heißt, wir packen hier dann wieder die Lampe drauf. Nee. Lampe. Lampe? Taschenlampe. Hey Wasser, Hallöchen, grüße dich. Ja, mir geht's eigentlich soweit so gut, würde ich sagen. Und dir? Hoffe, alles ist gut. Hörte von einigen, wenn im Haus Betten für andere, für die anderen beiden sind, schlafen die auch da. Ehrlich? Dann bauen wir doch mal 2 Testbetten. Da können wir auch mal gucken, was hier neu ist. Oh, Wandfackeln können wir vielleicht machen. Oder brennen die runter? Kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles. Raincatcher. Brauchen wir aber nicht, wir leben ja am Fluss. Kennen wir alles? Kennen wir? Kennen wir? Kennen wir? Ja, ja, ja. So, jetzt erstmal 2 Betten. Oh, wir brauchen Klebe. Haben wir. Okay. Brauchen wir gleich noch 1. Muss ich die Betten zuweisen oder nehmen die sich einfach ein Bett? Oh, warte, Stickies haben wir noch. Haben wir noch jede Menge. Mir geht's gut, außer ich habe nur eine Sammlung blaue Flecken am Bein. Woher die kommen, weiß ich bis heute nicht. Ja, ist bei Madame auch ab und zu. Aber dann hörst du mal wieder gegen den Tisch rennen und dann weißt du ganz genau. So, ein paar Stickies nehmen wir mit. Wie viel haben wir jetzt? 18. Sollte reichen. Nehme an, sie nehmen sie sich. Ja, wir werden sehen. Ja, aber ist doch schön, wenn es dir ansonsten gut geht. Stopp. Warte mal, das müsste ja Virginia sein, oder? Yes. Hallöchen. Hallo, hallo. Grüß Gott. Entschuldigung. Dürfte ich einmal kurz stören? Was ist das? Zieh das an. Und nimm das. Ja klar, komme ich mit. Die hat sogar Schwul dazu. Ja, bin ich mal gespannt, wo sie mich jetzt hinführt, die Gute. Ansonsten hast du die Zeitumstellung gut verkraftet, Wasser. Nur noch ein paar Stickies mit. Die will mich jetzt wieder zu dem Elektroschocker-Dingsbumsi führt, ne? Dann traue ich der nicht mehr. Außer sie bleibt jetzt wieder voller Angst irgendwo stehen und läuft dann nicht mehr weiter.
Okay, aber ich glaube, die Schlucht war in der Nähe von diesem Elektroschocker-Dingsbums. Gleich Titeländerung auf Schneewittchen, weil wer hat in meinem Bettchen geschlafen? War das Schneewittchen? Das war doch hier mit den drei Bären. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Junge, erschreck mich nicht so! Es gibt eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Was? Ich will mein Bild abholen am Bildautomaten. Quatsch mich nachher an. Also zielen musst du wohl noch üben. Ich zu ihm so kurz, er hat auch wirklich gewartet. Das war ein älterer Herr. Ich wollte nur wissen, wie man mit seinem Handy die Uhr umstellt. Die erste Frage, die ich stelle, wie macht man das Handy an? Wo ist ein Seniorenhandy war? Durch diese Sache fast meinen Bus verpasst. Ei! Nehmen wir hier um die Segenzwerge auf. Glaube ich. Oder weiß das Tellerchen? Hat er mir jetzt was gegeben? Also Schneewitte ist schon ein bisschen bei mir her, aber bei diesen drei Bären bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hier, da gibt es ja gar nichts, ne? Aber Andi hatte ja auch gesagt, halt Ausschau nach diesen Dingern. Haben wir ja gemacht. Vielleicht können wir hier irgendwo was buddeln oder so. Bei unten in der Schlucht waren wir ja schon. Bringt uns nur nichts. Könnt ihr vielleicht höchstens mal den einen oder anderen Baum fällen und ein bisschen Platz machen. Einfach so. Weil ich es kann. Also, wenn jemand schießt, dann ist das nur Veronica. Nee, wie heißt sie? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich sag ja, ich und Namen, das passt nicht. Virginia, so heißt sie. Gina Wild. Glaube ich nicht. Virginia Pafton. Gemäß Ausweis, den ich ihr natürlich vorbildlich abgenommen habe, dass sie für mich arbeiten muss. Sehr lebensgewürzig. Kann man da noch was mitnehmen? Will aber essen. Boah, ist das angenehm mit der Axt. Ein Schlag und so ein Stumpf ist weg. Josephine Mutzenbacher. Klingt da was? Nee. Warte. Hier. Virginia Pafton. So, jetzt fällen wir den hier noch. Huch. Macht denn der Baum da? Ja, moin. Tja, da müsst ihr auf sie sauer sein, nicht auf mich. Ich bin unschuldig. Beutel, danke. Oh, noch ein Beutel, danke. Okay. So. Ich bin so ein Mensch, ich helfe gerne jedem, auch wenn ich deswegen fast meinen Bus verpasse. Aber egal, und er tat mir leid, dass sie nicht weiß, wie man die Uhr umstellt. Ich hätte mir auch gerne einen Zettel geschrieben fürs nächste Mal, aber wo ich eingefallen ist, sage ich schon.
Ja, kenne ich. Also manchmal merkt man erst hinterher, was man eigentlich noch hätte machen können, ne? Theoretisch kann sich sogar Schrotti und... Okay. Deine Tastanschläge bzw. Mausklicks sind aber sehr laut. Ehrlich? Warte, da muss ich mein Mikro dann mal wieder ein bisschen umdrehen. Mache ich da mal kurz in der Pause. War wohl für Sie interessant. Naja, okay, wenn es für Sie interessant war, dann lass das mal. Außer hier gibt es noch. Hallo. Irgendwas. Warte. Außer, warte mal kurz. So. Aber die folgt mir nicht in Höhlen. Ups. Was bist denn du? Ach, du bist die 4. Ja, Licht. Ah, das Licht, das taugt mir aber auch nicht so. Da eher die Pistole, muss ich sagen. Eingang nicht ein Lichtschalter? Ich glaube nein. So, muss ich das Ding hier neu zuordnen? So. So. Wo hast du hier den Lichtschalter gesehen? Ach, warte mal. Kein Wunder, wenn die Desktop-Audio relativ leise ist, dass hier dann alles übertönt. So. Huch. Dann gucken wir mal. Ach nee, da geht's ja wieder raus. Was ist denn meine Maus heute so? Ich krieg die aber noch nicht langsamer eingestellt. Naja. Ach, das ist ein Ausgang. Wieso zeigt die mir einen Ausgang, die Nuss? Weil der Ältere hat auch gesagt, ich würde es auch alleine machen, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Deswegen habe ich auch Menschen auf der Straße gefragt, ob man ihnen helfen kann. Für ihn die Uhr umstellt. Ja, ist dann auch immer schwierig, wenn, Leute dann quasi sonst niemanden haben, die einem helfen, ne? Da muss man ja theoretisch auf die Straße gehen und gucken. Dann lässt du mich halt in Ruhe, ist auch okay. So, jetzt, wir müssen darüber. Ich hole mir erst die Schrotflinte wieder. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Oh, waren hier nicht die Gräber? Nee, ne? Aber das wäre ein cooler Platz für eine Basis. Doch, das sind Gräber. Für eine Basis wäre das ein cooler Platz. Schön ebenerdig. Wo habe ich denn die Schaufel? Nee. 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 Keine Taste? Na gut, dann halt nicht, ne? Mann, pack die blöde Lampe weg. Immer genug trinken, wichtig, wichtig. Ja, wäre auch etwas seltsam, wenn man dann seine Basis auf einem alten Friedhof baut, ne? Zum Geld, Steinchen.
fahre eigentlich nie mit dem Bus. Nur heute, um nach Hause zu kommen, weil mein Fahrrad in der Reparatur war, weil mein Lenker doch da war. Ja, wenn ich gebremst ist, ist der Lenker nicht nach vorne gegangen. Ich habe ein bisschen gesehen. Ja, das ist dann leicht ungünstig. Ich bin auch schon oft genug über den Lenker abgestiegen. Aber hey, das gehört dazu. Ach. Das wäre eine Idee. Ja, ich habe mir jetzt auch erstmal wieder zwei Billiguhren gekauft, weil meine gute Uhr, da ist das Armband kaputt. Da muss ich erstmal gucken, dass ich ein passendes Armband wieder daher kriege. Und bis dahin habe ich mir erstmal grandiose 2-Euro-Uhren gegönnt. Ich hatte ein paar geile Uhren gefunden, aber die kannst du nicht zahlen. Er kaufte sich eine Uhr für ein paar tausend Euro. Ich nicht. So, dann hätten wir das. Da lang. Ich habe mir gestern Abend einen neuen Fire TV Stick bestellt, damit ich wieder ohne Ruckeln am TV die Streams gucken kann. Welchen hast du da bestellt? Den 4K oder den normalen? Also ich habe den 4K und ich bin echt mega zufrieden damit, muss ich sagen. Anfangs hatte ich auch Probleme damit, dass er immer wieder mal nachladen musste, aber das lag an dieser beschissenen, muss man einfach so sagen, Vodafone Home Station. Jetzt, seit ich die Fritzbox habe, alles tadellos. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar schon 8K, oder? Wenn es um analog geht, bin ich raus. Ich nehme nur Digitaluhren an. Okay, da bin ich raus. Am Handgelenk habe ich nur Analoguhren. Keine, nee, nicht Smart, doch Smartwatches heißen die. Hatte ich mir auch mal überlegt, eine Art Smartwatch, aber dann entweder vom Polaris, ein von beiden, oder Garmin, wo aktuelle topografische Karten mit drauf sind, die meinen Weg aufzeichnen, wo ich dann auf Knopfdruck quasi Return to Start, wo der mich wieder zurückleitet. Das wäre der Hauptgrund für mich, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und dann sage, alles klar, Return to Start. Und dass die mich dann wieder rauslotst von egal wo ich bin. Aber die Dinger, die sind ja auch schweineteuer. Da kostet auch eine 600 Euro. Weiß nicht. Da bin ich dann doch vielleicht eher mit der Karte noch unterwegs, ne? Ohne 4K. Weil habe in der Stube nur HD. 4K-TV hängt draußen auf der Terrasse. Hat Fire TV schon drin. Ach, gibt sie schon integriert? Das ist ja lustig. Ich bin mal gespannt. Also mein Fernseher müsste von der rein rechnerischen Theorie her, ne, kommt der jetzt langsam in so ein Alter, wo er dann irgendwo auf dem Board irgendwas die Biege macht. Der ist jetzt auch schon. Wie lange wohnen wir jetzt hier? 4 Jahre. Und vorher habe ich ihn, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gehabt. Also der müsste jetzt so 7 bis 8 Jahre müsste der jetzt sein. Jetzt kommt so langsam das Alter, wo dann irgendwas immer Fritze geht, so ein 10-Cent-Bauteil. Wo aber dann meistens die ganze Platine angeboten wird. Wenn ich es rausmessen kann, dann kann ich es nochmal reparieren. Aber wenn nicht, dann nicht. Hey, oh. Alles gut, danke. Weg aufzeichnet, damit du das auf den Weg zurückfindest. Nee, zum Beispiel im Wald. Du verläufst dich extrem schnell im Wald, wenn du nur mal eine Sekunde unachtsam bist. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich im Wald unterwegs war. Und dann so einem Reh hinterhergerannt bin, wie so ein Depp. Einfach, weil es lustig war in dem Moment. Und dann nicht mehr wusste, von wo ich eigentlich kam. Und für solche Situationen ist dann sowas ganz gut. Weil ja, du kannst dir schon quasi über den Kompass merken, du läufst Norden, Nordosten, was weiß ich, irgend so eine Richtung.
Aber wenn du da mal durch die Gegend flitzt, ja, da rennst du mal nach Osten, dann rennst du wieder nach Süden, dann rennst du wieder nach Norden. Ratzifatz kannst du nur noch eine ganz grobe Richtung sagen, wo du eigentlich lang musst und dann gucken, wie du hinkommst. Ne? Und in der Nacht umso schwieriger. Klar, könnte man dann auch ein Handy nehmen, aber Handy wird dann meistens, wenn wir unterwegs sind, wasserdicht verpackt und kommt dann erst wieder raus, wenn wir zurück am Auto sind. Ich habe rechts Geräusche vernommen. Oh, guten Tag. Wie viel sind das denn? Oh, hatten wir nicht das letzte Mal auch das Problem, dass da zu viele waren? Ich glaube, ne? Da kamen so viele, wo wir uns erstmal durchsetzen mussten. Also ein Baumstumpf. Ich sag gute Nacht und noch viel Spaß. Jo, Wasser, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Eine schöne restliche Woche. Wie gesagt, Donnerstag kein Stream. Eventuell ein Stream. Also ich verspreche mal nichts. Und dann sehen wir uns dann quasi nächste Woche wieder. Ich guck mal, eventuell ziehe ich bis dahin schon das ein oder andere Bild, das wir gemacht haben. Vorausgesetzt, wir können Bilder machen, weil fürs Wochenende sind Sturm und heftige Niederschläge angesagt. Und dann weiß ich nicht, je nachdem, was da für Bäume sind. Wenn es Niedrigwurzler sind, denke ich mal nicht, dass wir durch den Wald eiern. Aber wenn es Tiefwurzler sind, dann kein Problem. Dann kannst du auch mal durch den Wald dödeln. Sicherheit geht doch noch ein bisschen vor. Aber bei dem einen, da kann man relativ gut davor parken. Da werden wir doch zumindest Fotos machen. Außer es liegt Schnee, weil dann ist nicht viel vorankommen. Da liegt wohl immer höllen viel Schnee. Oh, Hallöchen. War wieder. Das letzte Mal haben wir das aber nicht gesehen, oder? Oh doch, haben wir. Hau ab. Hier, nicht aggro werden. Oh, Batterien, wie schön. Schrotmunition, wie schön. So, wollen wir jetzt hier nochmal speichern? Ach komm, was soll's. Papierzielscheibe, wofür? Ich habe hier bewegliche Ziele ohne Ende. Trinken brauchen wir nicht. Dann bitte das Unkraut hier weg. So, das war's aber. So, La Carte. So, irgendwo hier müsste das jetzt sein, da. Sieht gut aus. Du sollst hier buddeln. Oh, ich gucke ja momentan ab und zu mal den guten Herrn Schloh zu. Ne? Der hat ja auch richtig, ins Klo gegriffen ist, glaube ich, die falsche Ausdrucksweise dafür. Der hat ja auch mal einen Sabaton gemacht. Ne? Und bei dem ist es ja völlig eskaliert. Der ist jetzt dann knapp 1000 Stunden online.
Das müssen die ja in Schichten betreiben. Viele machen den Sabaton ja, dass sie dann schlafen und der Timer halt dann gestoppt ist in der Zeit. Oder er läuft weiter, aber die Subs ziehen trotzdem mit hoch und so ein Zeug. Aber er ist halt kontinuierlich mit seinen Leuten da online. Und die spielen hier momentan Arma als RP. Finde ich richtig gut. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden. Erstmal nehmen wir hier das hier mit. Ja, weil die jetzt halt schon kommen, ne? Wenn er das durchzieht, was er versprochen hat, ist ja gut. Also der ist jetzt schon über, waren es 300 oder 600 Stunden online. Ach, guck mal hier. Also das ist schon eine beachtliche Zahl. So, wir haben die neue Schrotflinte und nochmal ein GPS-Peilsender. Vielen Dank dafür. Ja, warte bis hier Veronica kommt, ne? Dann gibt's auf die Nuss. So, jetzt gehen wir einfach mal da lang. Eigentlich können wir ja unseren Sender jetzt wieder mitnehmen, ne? Also gefunden, ja. Das heißt, wir können dasselbe Spielchen mit der Pistole machen. Veronica erhält unsere Pistole. Und wir können uns theoretisch dann eine neue holen. Das heißt, wir haben zumindest für den Außenbereich hier unsere ureigenste Kampfmaschine. Weil die Fackel da ja auch nicht lange, ne? Die geht da hin. Hallo, guten Tag, bumm. Ich bin gespannt, wann wir das neue Volk sehen, diese... Ach, was war es jetzt nochmal? Kannibalen? Diese neue Art, die es jetzt da geben soll? Bin ich mal gespannt. Oh, ich muss mal gucken. Gameplay. Okay, Strukturschaden aus. Weil das hatte es wohl beim letzten Patch, hat es das wohl zurückgesetzt gehabt. Nicht, dass man das schöne Häuschen von uns installiert. Mag ich nicht. Und es stürmt mal wieder. Bin ich mal gespannt, wann es schneit. Wäre dann ja unser erster Winter. Und da probieren wir das dann auch mit hier. Ach, na sag schon, hier Dingsbums anbauen. Ein paar Guarana-Bären wären jetzt noch ganz gut. So, dann gucken wir jetzt mal hier rein. Und dann einfach mal Daumen drücken, dass das der Bunker ist, wo es diesen ominösen neuen Raum gibt. Oh, das könnte vielleicht auch der mit dem Drucker sein. Aber
Das wäre auch nicht so schlimm. Hallo? Fledermäuse incoming. Diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Ach nee, das ist der Futter. Der Futterbunker. Welche Höhle vergrößert wurde, bleibt nur zu dir. Genau. Alles mitnehmen. Von irgendwas war gerade noch ein Fragezeichen da, ob das essbar ist oder nicht. Müssen wir da mal gucken. Oh, warte. Wo ist es hin? Dann hauen wir uns das gleich mal rein. Einfach Pfeile. Oh, Bolzen. Entschuldigung. Aber da sind wir jetzt auch schon voll. Banane! Die nimmt er natürlich nicht mit, weißt du? Wir nehmen Fleisch mit, von dem wir keine Ahnung haben, was es ist, wie lange es schon rumliegt und so weiter. Aber eine Banane lasse ich liegen. Ich suche gerade eine Einstellung mit der Maus, die nicht so sensibel ist. Aber ich glaube, das hier ist das Beste. Kleiner kriege ich gerade nicht. Ist da ein bisschen hakelig, Entschuldigung. Oder warte mal. Ja, so ist okay. So. Ist hier irgendwas respawned? Was ich mag, die Büsche switchen nicht mehr um. Wahrscheinlich über uns, was da läuft. Was gab es denn hier noch? Kann ich eine zweite Armbrust mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Hätte man vielleicht auch Veronica, Virginia geben können. Komme ich immer auf Veronica? Druckerharz. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Drucker finden, ne? Wird erstmal gedruckt. So, ich schwimme jetzt einfach mal durch. Scheint uns hier ja nichts mehr passieren zu können. Ja, ich bin mal gespannt, ob man, wenn es mit der Story weitergeht und die Gute dann eventuell, warte mal, ich muss glaube ich ein bisschen leiser machen, ne? Und die Gute uns eventuell versteht, ob man der dann auch Anweisungen geben kann, sowas wie für Holz, für Essen und sowas. So, das war, glaube ich, der Raum mit dem Druckkran, ne?
Dachte ich zumindest. Die Überwachungskameras, das kennen wir ja schon. Aber mehr gibt's hier nicht. Flintenlaufgeschoss. Was ist ein Flintenlauf? Ist das hier die Klappflinte? Bin ich mal gespannt, wo wir die finden. Das sind doch bestimmt Seile. Nee, sind es nicht. Okay. Ablegen. Nehmen wir es nochmal mit. Sicher ist sicher, falls ihr es kaputt macht, ne? Und ansonsten gab es da vorne, glaube ich, noch ein bisschen Essen und dann war es das schon wieder hier. Das komische Radio hier. So, Essen. Das hier, wenn man halt wegräumt, irgendwie, ne? Dass man wüsste, was dahinter ist, das wäre interessant. Okay, da sind wir auch voll. Der Finger, Heinz. Sehr eklig. Was ist das? Ach, das ist hier der Doppelkopf? Den haben wir noch gar nicht gesehen hier, den Wurm hier, ne? Ich häng fest. Jetzt ab. Das sind die Blinden. Sei froh. Warum so schlimm, der Kollege? Die Leute kennen ihn wahrscheinlich noch nicht so richtig. Vielleicht. Naja. Also früher oder später werden wir das ja dann, denke ich mal, schon merken. Oh, warte mal. Schade. Ich dachte, eventuell kann man es kaputt machen. Sind das verschiedene Energy Drinks? Nee, ne? Nee. Ja gut, dann sind wir hier quasi auch schon wieder durch. Also gut. Made in was? Kanada. So, jetzt kommen wir dann irgendwo wieder raus. Erledigte Gegner scheinen aber wegzubleiben. Zumindest in Höhlen. Das heißt, wenn wir eine Höhle clear haben, brauchen wir uns keine Gedanken mehr über etwaige Gegner zu machen. Auch nicht verkehrt. Genau, jetzt sind wir hier wieder an dem Ausgang, den uns Veronica... Ihr wisst, wen ich meine gezeigt habe. Zur Not taufen wir sie für diese Session einfach Veronica. Das nächste Mal ist es halt wieder anders. Irgendwas hat gerade gekrummelt.
Ich glaube, das ist ein Ausgang. Junge. Ah, hat mir aber gerade gerissen, du. Einfach mal. So. Guten Tag, Sie sehen ja gar nicht so gut aus. So, wir haben 8 neue Rezepte. Seilrutschenseil, Zeitbombe, Health Mix, Fackel. Ja, ja, bla bla. Habe ich kapiert. Geh weg. Zeit, eine Zeitbombe könnten wir uns eventuell machen, ne? C4 und das und das und was war es noch? Kleingeld war es noch, ne? 5 mal Kleingeld und Draht und das. Ganz schön teuer. So mache ich meine Projekte auch immer. Alles auf dem Haufen und mit genügend Panzertape dann alles zusammenbinden. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Den Bunker haben wir. Dann gehen wir weiter zum nächsten Bunker. Was ist denn das für eine grüne Linie? Ah. Auf meinem Handy geht schon wieder rund. Was ist das denn? Die Karte weg. Sagt die Karte weg. Dann sieht man halt wieder so bedeppert. Ja moin. Ibims, Redface. Was geht? Wir nur gucken, was hier liegt. Hat er das gesagt? Oh, warte, das ist nett. Was wird das denn? Das sieht doch aus, oder was? Wo ist der dicke, der lange? Der Everill. Everill! Joe hieß, glaube ich, der Kleine, ne? Wenn ich mich nicht falsch. Oh, oh, oh. Das ist noch ansteckend, das ich immer. Was jetzt interessant wäre, wenn wir die Maske aufhaben, in ein Lager gehen, Virginia folgt uns, die Kannibalen uns nicht erkennen und Virginia die alle abknallt, wäre doch eigentlich top, oder? Oder erkennt uns Virginia dann auch nicht, wenn wir die Maske aufhaben? Was dann doof wäre, wenn die dann auf einmal auf mich schießt. Wäre sehr doof.
Soll ich aber trinken? Ja. Doofe Frage, ernst gemeint. Im Schneegebiet waren wir schon, oder? Ja klar, da sind wir mit dem Gleiter hin. Da waren wir mit dem Gleiter. So, hier haben wir wieder Autos. Oh, da haben wir wieder was zum Buddeln. Ach so, das haben wir schon frei. Was war denn da drin? Ach, ich glaube, die Zugangskarte war hier drin, die eine, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Oh, eine Feldration. Nett. Ich glaube, hier war die Zugangskarte drin. Ach, das war das mit der komischen Mucke. Dann mache ich jetzt gleich mal kurz die Audio runter. Weil da kannst du die Musik ja wieder nicht ausstellen. Ich habe dich gesehen. Glaubst du es denn? Ui. Nee, du kriegst das echt nicht aus. Nervtötend. Richtig nervtötend. So, wir machen uns jetzt ein paar Tech-Mesh. Achso, ja. Bitteschön. Wir machen uns jetzt ein paar Tech-Mesh, weil wir so viel Druckerharz haben. Und noch jede Menge Druckerharz rumfliegen haben. Achso, na dann, drin den Kopf. Was haben wir sonst noch? Schlitten haben wir. Pfeile brauchen wir nicht. Flasche nein. Maske war dieselbe, ne? Hatten wir, glaube ich, gesagt. Bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Hier können wir dann nochmal safen. Ach, und die Klamotte, die jetzt hier nicht mehr liegt. Kimono oder sowas war das, ne? Ach nee, den haben wir ja noch im Inventar. Wollte gerade sagen, den können wir komischerweise nicht aufheben. Shit, ich habe vergessen, wie viele wir von diesen Tech-Dingern da brauchen. Das habe ich voll vergessen. Oh, da. Kam das jetzt her? So, 2,75 haben wir noch, da drucken wir nochmal. Haben ist immer besser als brauchen. Pro Rüstungsteil 1. Ja, aber wie berechnen? Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 10 Stück brauchen wir da. Brauchen wir ja 2,5 Liter von dem Kappes. Wir haben gerade keins mehr. Okay, wir können nur 1 Liter mitnehmen, 1 Liter befüllen und dann. Okay. Verstehe ich. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich glaube, ich bin noch richtig. So, und da sammeln wir erstmal wieder schön gemütlich Druckerharz. Hier hatten wir die Axt her. I remember. Okay, gut. Dann wieder raus. Einfach mal draufhauen. So, dann können wir gleich wieder den Sound auf normal stellen.
Gab es hier hinten nicht noch Harz, nicht? Welt, du hast mich wieder. Aber hier, glaube ich, am Auto war das, oder? Genau. So, was ist mit der Karre hier? Nischt. Na gut. Warte. Den haben wir, den haben wir. Dann laufen wir jetzt dann am Häuschen vorbei, gehen eventuell noch eine Runde pennen, gehen zum nächsten Punkt und arbeiten uns dann hier in die Richtung weiter vor. Wäre Richtung Süden dann theoretisch, ne? Wenn gerade die Sonne untergeht. Ne, es ist Mittag. Wo ist die Sonne? Da. Naja, da ist das Gebirge doch relativ im Norden. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier müsste doch irgendwo sein. Ach, guck da. Natürlich ist Mittag, steht ja auf der Uhr. 11.57 Uhr. Ich kann ihr aber nicht sagen, dass sie mir folgen soll, ne? Wo ist sie denn jetzt überhaupt schon wieder? Egal. Was haben wir denn da? Schon wieder so ein Lager. Ein sogenanntes. Ja, ja. Was ist denn das? Moderne Axt. Bisschen schneller? Ja dann, Hallöchen. Halt, stopp. Wir haben eine moderne Axt. Habe ich die vorher einfach übersehen oder hatte ich, war ich hier noch nicht? Ich glaube, ich war hier noch gar nicht, ne? Sehr cool. Granaten braucht man immer. Genauso wie C4. Kein Picknick ohne C4. Ob ich daraus trinken würde? Ich weiß ja nicht so genau. Bin mir unschlüssig. Denke aber nein. Also, werde ich gar nicht kaputt machen. Brauchen wir haben jetzt schon genug. Ja dann, Rinnenkopf. Glück, Glück, Glück. Oh, das sind nochmal Kisten. Ein schönes Lootlager. Nicht schon wieder, wir sind ja schon mal in die Luft geflogen. Wir sind ja schon mal in die Luft geflogen, war unschön. Aber hier ist nett. Kann ich mir bis zum nächsten Mal eh nicht merken, aber ist egal. Was ist das denn? Okay, kriege ich nicht auf. So, da müssen wir alles haben, außer da ist... Ach nee, das ist eine Leiche. Das ist eine Leiche.
Und dann möchtest du mich dennoch in Versuchung führen. Ich dachte, da wäre eine Höhle. In Versuchung führen, dass ich da auf die Glasflasche draufballer. Sicher. Eigentlich war ja meine Vermutung, dass das der Hängefuzzi ist, wo wir schon mal waren. Aber eventuell ist er das auch nicht. Aber da wir so hoch gehen, ist er das eventuell auch schon. Das ist er. Oh, jetzt habe ich es runtergeworfen. War nicht so beabsichtigt. Kaum komme ich da runter. Nee, das ist zu hoch, ne? Ist auch zu hoch. Gehen wir halt den regulären Weg. Haben wir noch mal einen GPS-Sender. Irgendwann sind wir voll mit GPS-Sendern. Oh, warte. Da können wir uns gleich mal 1, 2, 3. Oh, okay. Wir können uns noch zwei Mollys bauen. Wo sind die Fertigungsmusik hin verschwunden? Musik. Es gibt mehr Soundeinstellungsmöglichkeiten. Okay. Hauptsache das Piepsen hört auf. Okay. Schon passiert. So, wollen wir in die Höhle? Oder wollen wir eher die Bunker abgrasen? Was sagt ihr? Das wäre dann der nächste. Ach komm, wir grasen die Bunker ab. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Spannendes in den Bunkern. Zum Beispiel die. Was war das? Klapplaufflinte oder sowas? Flintenlaufgeschoss? Ich weiß es nicht. Außerdem müssen wir unser Inventar ja noch ein bisschen leeren. Sweet Home. Alles vollgestellt hier. Also an Material mangelt es uns glücklicherweise nicht. Erstmal alles ablegen. Ich würde sagen, wir bauen uns gleich nochmal ein Regal. Wie ist beliebt? Bunker mit Bezeichnung ABC gibt es 3 oder 4. Ah, okay.
Ja, dann stellen wir da in so einem Abstand nochmal welche her, so als Raumtrenner. Platz genug wäre zum Durchlaufen, Platz genug wäre für die Betten. Wobei, die Betten können wir dann, also im Endeffekt auch mal oben hinstellen. Alter, Entschuldigung. Oh. Junge, ist mein Herz gerade stehen geblieben. Der hat einen Vogel kaputt gemacht. Mach daraus jetzt einfach ein Igel. Hallo? Ich hätte gerne auch diesen Bolzen wieder. Aber sie. Meine anderen Bolzen? Die kriege ich nicht mehr, oder was? Na gut. Zwei ist besser wie keiner. Welche Höhle haben wir denn aufgemacht, dass der da rauskommt? Den haben wir doch... Haben wir den schon mal in der Höhle gesehen? Ich bin mir unsicher. Ah, das sitzt nicht genau, warte. Ah, sieht schon besser aus. Er war auch schon viel stärker. Oh, danke. Ich bin froh, dass es nicht ist. So, wir haben 5 Mollys. Welche da? Wir haben 2 Granaten. Wir haben einmal das hier. So. Ein paar davon. Ein paar davon. Dann haben wir 2. Dann haben wir noch 1. 7 14 oh, 6 Ach ne, die haben wir glaube ich noch grün, wenn ich mich nicht täusche. Die Tech-Mesh, die lasse ich alle hier. Aber die schon irgendwo. Bin mir unsicher. Das nehmen wir alles mit. Schade. Das hier. Und da ist das Regal auch schon wieder voll. So ist es ein bisschen leichter zum Befüllen. Anstatt da jedes Mal hier rumzukriezen. So, oh, Batterien haben wir aber auch noch. Habe ich die nicht irgendwo? Hatte ich das nicht? Ich meine, ich... aber hier kann man doch noch. Achso. Rahmnudels? Oh, die müssen wir auch noch aufmachen. Warte. Yay! Oh, da ist ja richtig vierte und wir sind mit irgendwas denn hier voll. Ja, wenn mir sagen würde, mit was? Ist hier jedes Mal so eine Beere. Oh, das ist mir noch nicht voll. 19, 5. Oh, hier was?
2, 18, 12. Voll. Damit was? Ah, wahrscheinlich hier so dämliche Dosen, ne? Ja komm, dann bauen wir gleich das nächste Regal. Nein, die Lampe! Die Lampe! Dann bauen wir die ganz romantisch hier so zwischen die Betten. Da möchte man doch schlafen. So. Der da rein. Warum nicht? Naja, vielleicht kann man daraus Feuerholz machen oder sowas. Kann ich aber nicht platzieren, ne? Nee. Muss ich noch kleiner stapeln, schlagen. So, hier haben wir ja theoretisch schon ein bisschen Platz. Was soll ich denn da reinbasteln? Komm da, hauen wir einfach die rein. So, Feierabend. Stück angesteckt. Updates. Und das meiste zieht er sich automatisch. Das ist schon ein krasser Unterschied in der Geschwindigkeit. Ach, den Stick angesteckt. Jetzt. So. Kommt auch immer drauf an, was dein Router dann so hergibt, ne? Oh, da wäre noch Platz aber für Munition dann, ne? Tücher behalten wir erstmal. Oder wie viele haben wir denn? Eins und hier haben wir fünf. Gut, dann behalten wir das erstmal dann. Ja. Ich habe eine Fritz 7590 Easy. Kenne ich mit den Modellen leider. Hat er gerade was aus dem Regal genommen? Nicht so aus. Ich wusste, dass ich eine 6690 brauche. Mehr aber auch nicht. Was sagt die Uhrzeit? 13:30, da kannst du eigentlich noch nicht pennen gehen, ne? Kannst du eigentlich noch nicht pennen gehen? Wie ist das hier mit Holzspalten? So. Naja, ich will doch nur spalten, Zifix. Da warst du. Irgendjemand schleicht außen herum. So, jetzt kann man hier irgendwo Feuerholz stapeln. Haben wir ja unsere Feuerstelle. So. Hab von mir einen Repeater geholt. Der hat über WLAN 800 Mbit Verbindung. Da gehst du aber auch über Wi-Fi 6 rein, ne? Wenn ich überlege mit dem Vierer war es vorher. Was ist mit euch denn los? Der hat eine Rüstung. Okay, ich kann die aber nicht abnehmen. Schade. Schade Schokolade. Nee, das kann die nicht. Aber da wundert mich die 800 Mbit ein bisschen.
Oder sind das die theoretischen 800, die sie liefern könnte? Weil so bist du ja gedrosselt auf, ich glaube, 650 im WLAN, wenn du dieses Vierer nimmst. So, was machen wir denn jetzt? Sag mal. Oh, warte mal, wir können doch hier... Ich habe eine Idee. Wir beleuchten hier unser Dings noch ein bisschen. Ja, moin. So, dafür bräuchte ich erstmal ein kleines Feuerchen. Wow, Feuer machen wir gerne, ne? Oh, und der Bug ist weg, dass man erstmal weggucken muss. Ja, ich habe sowieso eine 250er Internet, also genug Puffer. Jo. Bei mich hat das anfangs tierisch angekotzt. Ich habe ja eine Gigabit. Und übers Kabel war alles gut, aber ich will hier nicht kontinuierlich irgendwelche Kabel durch die Bude legen. Dann habe ich mir dann so eine Wi-Fi 6 Karte geholt und das ist richtig gut. So, dann brauchen wir hier mal Stick. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier so als Eingangsgedöns. So, dann glaube ich einfach nur den Kopf hier draufstecken, ne? Juhu! Und die können irgendwie leuchten, ne? Mir war so. Braun. Ach nee, das ist anderer Modus. Bla, 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 bla. Was war das letzte denn? Muss Stoff rumgewickelt werden. Ah, okay. So ist das schick. Da müssen wir jetzt ein bisschen Stoff holen. Sollten reichen. Achso. Lässt du das wohl? Hau ich dir das Ding in den Nacken, Digga. Mit dem Kabel habe ich mein Gigabit gehabt. Aber über WLAN waren das halt nur so, keine Ahnung, 650, 620, sowas in der Richtung. Dann habe ich mir eine Wi-Fi 6 Karte geholt. Und das Ding ist halt richtig schnell. Heu leise da hinten. Die sind selber schuld. Ja, dann mache ich an den Eingängen hier das Ding, dann ist es zumindest beleuchtet. Dann kann sich keiner beschweren, dass der Hauseingang nicht beleuchtet wäre und man meine Adresse nicht findet und das Hermes-Paket nicht kommt. So, und Köpfe haben wir dann auch wieder genug. Ausreichend, möchte ich behaupten.
Deshalb auch nicht den 4K-Stick mit Wi-Fi 6 kann man bitte. Ja, wie gesagt. Es geht halt nichts über Kabel, ne? Kommt halt immer drauf an, wo die ganzen Anschlüsse sind. Weil, wenn ich überlege, mein Kabelanschluss, der ist im Flur draußen. Und da jedes Mal hier vom Büro bis da raus ein Kabel legen, wo es dann hier am Wäschezimmer, Schlafzimmer bis fast hinter ins Wohnzimmer geht. Nee. Habe ich da auch keinen Bock zu. So, schön. Gefällt mir. Warte mal, wenn wir jetzt doch schon mal so ein paar Köpfe hier haben, könnte ich ja so ein Kopflager machen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, du bist doof wie 5 Meter Kunstrasen. Was glaube ich am Köpfen, ne? Jetzt haben wir noch einen in Reserve, ne? Ja, reicht ja auch, ne? Reicht ja auch. Also Mesh Repeater zur Erhöhung der Reichweite ist schon klasse, aber im ganzen Garten volles WLAN. Okay, so viel Empfang brauche ich hier nicht. Bis zum Balkon, habe ja keinen Garten. Machen wir eigentlich aus der oberen Etage? Da könnten wir ja theoretisch die Wohnetage draus machen, ne? Platz genug wäre ja. Außerdem sollten wir vielleicht irgendwann hier oben mal das Dach fertig bauen vielleicht. So, ich bin gespannt, ob am Hügel im neuen Jahr dann Bäume stehen. So richtig markante, große, schöne Bäume wie hier so. Ob die nachwachsen. Ich bin echt gespannt. Und wenn wir jetzt dann pennen gehen, ob dann Winter ist. Uhr, wir könnten uns mal waschen. Sehen wieder aus wie Sau. Ich habe noch keinen gesehen, wo sie nachgewachsen sind. Soll aber gehen. Ja, wie gesagt, ich warte einfach mal ab. Ein paar Stümpfe habe ich ja weggemacht. Ein paar Stümpfe habe ich stehen lassen. Ja, mal gucken. Hat das Spiel eigentlich schon mal ein Ende in der Story? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bis jetzt über das Spiel sehr wenig gesehen, gelesen oder mich sonst auf irgendeine Art und Weise informiert. Ich spiele einfach so ins Blaue hinein. In die Patch-Notizen habe ich heute mal reingeguckt, was es Neues geben soll. Das war es dann aber auch schon im Großen und Ganzen. So, pass mal auf, ich speichere mal und gehe mal eine Runde. Ups. Warum kann ich nicht schlafen? Sind Monster in der Nähe? Oder muss ich echt warten, bis dunkel ist? Das kann natürlich auch sein. Storyende hat es. Der Weg dahin ist noch lange nicht fertig. Ah. Noch lange nicht? Was hatten die denn angesetzt als Release-Datum? Weißt du das zufällig? Haben wir die falsche Axt? Nee. So, schönen Stream noch, Jordan. Jo, Tragedy, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne restliche Woche. Wie gesagt, eventuell sehen wir uns am Donnerstag. Ansonsten sehen wir uns dann, wie gehabt, nächste Woche Dienstag. Schön, dass du da warst. Und eine gute Nacht.
Eigentlich sollte es fertig rauskommen. Von dem letzten Update hieß es, die Story ist erst circa 50% fertig, okay? Wieso seht ihr euch bei den Ratten? Den verstehe ich jetzt nicht. Humpelt der? Moment. Hey, meine Freund, tut dir diese Fuße weh? Ich helfe. Mist. Oh nein, ich auch. Ich bin bestimmt schon Level 99 oder sowas. Gibt's eigentlich ein Level Cap? Ich habe dem Hilly Blacktails 2 geschenkt. Die schaue ich jetzt auch ab und zu mal rein. Stimmt, hatte ich gestern bei Hilly gesehen. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, was ich bei Hilly gestern gesehen hatte. Und bin nicht draufgekommen, ne? Aber jetzt, wo du schreibst. Mal eventuell das letzte speichern, kurz davor. Oh, weiß ich nicht. Ist ja aber egal, wir sind ja ratzfatz, sind wir dann schon wieder im nächsten Level. Kopf. Wir müssen dann nur eine Runde pennen und dann geht es ja auch mit unserer Erkundungstour gleich wieder weiter. So, warte, ich muss ein bisschen so mit auf die Zeit achten, weil wir sind eigentlich schon wieder in der Pausenzeit, Freunde. Wir machen gleich eine Pause, würde ich sagen, ne? Der Andi möchte bestimmt rauchen gehen. Da kann Givi kurz noch sein Update gucken. Soll mir recht sein, ja, ausgezeichnet. War lustig, hat das Zocken angekündigt, aber das Spiel mit dem Favoriten nicht runtergeladen. Ist mir nicht viel dann eingefallen. Okay, nee, ich habe erst, als er schon im Spiel war, hatte ich erst zugeschaltet. Wie gesagt, ich war gestern so ein bisschen Matschepamper in der Birne. Da war der ganze Tag irgendwie total verschoben und verschrobelt. Ja, so ein idyllisches Häuschen zu Füßen des großen Mount Berges. Wer möchte es nicht? Ein Haus am Fluss. Hallo, hallo, hier. So, jetzt können wir dann auch pennen. Dann, Freunde, würde ich sagen, ich schmeiß euch eben kurz in die Pause. 5 Minuten sollten reichen, oder? Berghotel-Name einfügen. Berghotel zu Füßen des Mount Berges unten am Fluss. 5 Minuten, denke ich, sollten reichen. Ich guck mal, dass ich mir noch irgendwie was zu trinken. Ich habe noch so eine Art. Ja, ich glaube, den gönne ich mir jetzt. Beziehungsweise hol mir den her. Und ja, bis gleich denn. Genau. Vorsicht. Ich bremse schon. Nein. Oh, Glück gehabt. Puh. Meine Chance! Ja, wir müssen nur hier wieder runter, also. Du Assi! Oh, es ruckelt. Ja, ich schaff's. Nein, wehe, du machst es. Wehe, du tust es. Ja, ein Glück, ey. So ein Verbrecher. She did not dare to move.
Keep your head straight. Oh, Alter. Oh, schrei nicht so. Nee, ich bin die noch ganz weit hinter dir. Bestimmt noch 10 Meter. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht das anders aus. Ja, du sollst doch nicht aus dem Fenster gucken. Na komm, zieh. Guck auf die Straße. Naja, so viel passiert da nicht in der Zeit, wo ich nach hinten gucke. So, warte mal, siehst du mich aus dem Fenster gucken? Hallo! Nee, ich sehe dich nicht aus dem Fenster gucken. Achtung! Alter! Dann zieht er gleich mal 8 Meter rüber anstatt 4 Meter. Gastanks bei diesem Blau-Weißen. Okay, ich komm mal kurz raus, damit du mich siehst, wo ich bin. Ich sehe dich, ich weiß. Wow! Oh, shit! Jetzt komme ich natürlich nicht über 140, ne? Das ist scheiße. Tja, sorry, also mach doch dein Problem nicht zu meinem, ja? Scheiße! Ich hab 100%! Oh, mach dein Problem doch nicht zu meinem. Ja, der wird reportet. Oh, jetzt ja. Scheiße. Trotzdem hat's kaputt gemacht. Oh, nee. Hm? Ja, man kann sich reinsetzen, aber wenn man wieder raus will, dann ist man im Boden. Sehr lustig. Ach, ja. Oh Gott, Lydia, Liebste, es tut mir so leid. 3 Tage. Wir brechen auf. Ja, folgt mir, es tut mir so leid. Wie ihr befehlt, Tane. Aber Respekt, hier gewartet, wie ich es befohlen habe. So. Jo. Ja, es gab ja in der letzten Folge irgendwie komische Unfälle, mit denen ich nichts zu tun hatte. Natürlich nicht. Oh Mann. Ich bin echt gespannt. Der arme Typ, falls du das siehst, das tut mir voll leid. Ich habe dich aber auch nicht berührt. Der hat sich wahrscheinlich so erschrocken, dass ich da entgegenkam. Ja, wahrscheinlich wollte er die Kurve schneiden, dann fällst du auf der Standspur und er muss voll ausweichen. Ah, das tut mir echt voll leid, sorry. Oh Mann. Hands on, hands on. Pull up, terrain, pull up, terrain. Get out the way. Move, bitch, get out the way. Nein! Nein! Du hast mir treu gedient. Drum, Kopf hoch. So, das kann ich leider nicht mitnehmen. Da muss ich mir erstmal einen neuen Sklaven suchen. Oh, Mann, oh. Der Fernfahrergruß, wenn sich zwei entgegenkommen, hast du auf einmal ein Kilo Mett an der Scheibe. Da denkst du dir, oh super, machst einen Scheibenwischer an. Leute, wenn ihr euch dasselbe fragt wie ich, nämlich wie habe ich es ein Jahr lang mit diesem Kerl ausgehalten, keine Ahnung, ich mag ihn einfach. Tja, wenn man mich nicht so nimmt, wie ich bin, dann kannst du mich einfach mal kreuzweise. Das ist ja nett. Ja? Das ist so eine Lebenseinstellung, weißt du? Entweder kannst du mit mir oder du kannst mich mal. Ja, ich denke, wir können ganz gut miteinander. Ja. Auch wenn wir uns ab und zu mal ein bisschen anpfeifen, aber das gehört dazu. Oh, oh, oh. So, Leute, wir betreten feindes Land. Passt! Was? Ach, das war wieder mal so eine Rechts-Runter-Abfahrt. Ach so. Weißt du ja da. So, da bin ich wieder. Jetzt gönne ich mir hier erstmal meinen Erdbeertrink, meinen guten. Bringt zwar nichts, also denke ich mal, ist zwar hier. Toll, Vitamin B6 und Vitamin D drinne, aber gehst in die Sonne, hast du auch Vitamin D. Aber es schmeckt halt wie ein Fruchtzwerg und das macht's aus. Hm. Richtig gut. Hatte ich mir mal eine Zeit lang von Actimel, heißt das glaube ich, ne? In Erdbeer gekauft. Weil die schmecken halt nochmal eine Portion besser, aber die sind ja so unverschämt teuer geworden. Kaufe ich mir lieber so eine Billigmarke. So. Wohl an denn. Du meinst Erdbeerwein? Nee. Alkohol habe ich ja nicht so, ne? Also bin ich nicht so mit Alkohol. So. Jetzt pennen wir eine Runde. Dann sind wir ausgeschlafen. Müsste noch früh am Morgen sein, wenn wir wieder aufwachen. Jo. 4 Uhr morgens. Oh, da können wir mal eben. Moin. Gucken. Es schneit.
Es schneit. Oh, es sieht cool aus. Es schneit, Freunde, und mir wird kalt. Okay, wir brauchen warme Klamotten. Ist gut gegen Nässe. Es wärmt. Jetzt ziehen wir den Pulli an. So. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch was essen und etwas trinken. Und hier ist nichts. Hier ist kalt und du bist nass. Was soll ich denn noch anziehen? So, gönnen wir uns einen guten Fisch. So, naja, vielleicht. Nö. Der ist gewesen und da hängen wir mal ein Stückchen Fleisch auf. So. Gönnte sich ein Bier oder zwei oder auch drei. Weiterzählen kann ich nicht. Du musst ja auch nur bis zwei zählen. Das erste und das letzte. Und zwischendrin ist Unterhaltung. Ich hatte am Wochenende mal wieder ein Glas Sekt getrunken. Mit einem Schuss Johannisbeerlikör mit selbstgemachten dazu. Dazu, ich glaube, ich habe zwei Dosen Smirnoff oder was getrunken. Ja, reicht mir dann auch im Endeffekt, ne? schmeißen wir uns auch mal einen Pilz ein, ne? So. Ja, und dann, du bleibst auf jeden Fall, bleibst du hier. Mach den Haushalt, wasch die Wäsche und wenn ich wiederkomme, ist was gekocht. Schnee. Ja, klasse. Ich kann mich aber, glaube ich, nicht weiter schützen. Ich könnte höchstens Folgendes machen. Das und das. Eine Fackel. Jetzt hat natürlich die Frage. McCrafty, kleiner Erfolg. Ich brauche noch zweimal Mutantenrüstung. Dass die nicht wärmt, ne? Stoff. Nehme ich mal vorsichtshalber noch ein, zwei mit. Und, was habe ich denn auf der 6 liegen? Leuchtfackeln. Alles klar. Dann ersetzt das hier. Zip. So, dann bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann irgendwie kaputt geht. Wir könnten ja das Icarus, hier ist kalt und du bist nass. Okay, aber nicht so viel wie ohne. Okay, Karte. Jetzt gehen wir da rüber. Was passiert, wenn ich hier einfach im Busch stehen bleibe? Fängt der an zu brennen? Es hilft wohl nur eine Winterjacke, wo ich nicht weiß, wo es die gibt. Alles gut. Wozu Winterjacke? Die Mädels sagen, der tiefenentspannte ist ein heißer Typ. Ist leider Gottes auch so. Also jetzt im Strahlungsverhältnis. Weil ich habe eine dermaßen hohe Wärmestrahlung. Im Winter sehr angenehm für Madame. Im Sommer geht gar nicht. Kann nicht sein. Der Schnee unten schmilzt nicht. Oh, wie geil. So durch die Gegend zu fetzen ist ein bisschen creepy. Mag ich. Oh, ich freue mich schon so auf das Wochenende. Und ich bin so gespannt, was wir alles sehen. Schrotz.
Dieses Geräusch von Schnee unter den Stiefeln. Ich mag es so sehr. Bin ich heute früh dann auch. Hab mir Schneestellen rausgeguckt, ne? Und erstmal durchgelaufen. Hops, hops, hops. Ja, aber was halt nervt, autofrei kratzen, Leute, die mit 40 auf der Landstraße unterwegs sind. Das ist ein bisschen nervig. So, und hier irgendwo soll das sein. Stick mitnehmen. Hier hätten wir schon mal ein Auto. Ah, hier. Wieso bin ich eigentlich nicht früher auf die Idee mit der Fackel gekommen, vor allem hier in Höhlen? Guck mal, wie schön hell das wird. Karte weg. Unbedingt. Hier kann man auch zuschlagen. Ich höre mal nichts. Ach, hier sind wir. Waren wir hier schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich meine prinzipiell ja, bis zur Tür, aber waren wir schon hinter der Tür? Ist da noch was drin? 99, ist nicht viel. Autofreie Kratzen, Standheizung. Und was können die Leute mit 40 auf der Landstraße, wenn erst im Sommer Geburtstag unter 41 werden? Okay. Warte. Ach, hier habe ich das gesehen. Arm, Helm, Chest, Brust und Bein. Speichere ich einmal kurz. Dann gucken wir mal, ob wir schon hinter der Tür waren. So, von da bis ist es ja hell. Ich habe ja bei mir keine Standheizung drinne. Ich bin noch oldschool, ich kratze noch. Und es scheint, als wären wir hier noch nicht drin gewesen. Ich habe keine Munition mitgenommen, ne? Aber wir haben bekommen Pfeile und haben Bolzen. Und wir haben Batterien. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ich hoffe, ich kann die Mucke gleich irgendwo ausmachen, weil das dröhnt schon wieder auf meinem Ohr. Laufen sehen. So. Aber ich glaube, ich muss sie erstmal alle ausschalten.
gib her, gib her, gib, 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 gibst du meinen Bolzen? Warte, ich teste mal kurz was. Klasse. Oh, neuer Raum. Jetzt kommt Automatik BSG Bot. Na gut, dann müssen wir jetzt damit einmal kurzerhand leben. Ich krieg nicht gleich Besuch. Der Raum ist neu. Also ihr habt schon mal bei anderen gesehen, wie die hier drin waren, oder was? Ich war ja hier noch gar nicht, wie es scheint. Sicher, weiß aber sowieso nicht, was genau wo war. Achso. Tuesday. Ach, da ist schon wieder Finger, Ingo. Psst, nimm die doch leise auseinander, Mensch. War nix. Erinnert mich so ein bisschen an die Krafträume von den Einsätzen. Oh, 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 oh. Da stehen Sportgeräte. Kein Raum für mich. Warum nicht? Also wenn ich so einen Raum hätte, aber hallo. Muss mich ja hier mit Bodenmatten begnügen. Hab mir jetzt schon mal überlegt, für die Türen, da gibt es hier diese Klimmzugstangen, die man da einhängt. Bin mir aber unsicher, ob die Türzargen das aushalten. Mit dem Bier in der Hand? Gute Idee. Den Spannungsstuhl nutzen, um anderen beim Sport zu sehen. Was kann schöner sein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht dieses täglich Rödeln Spaß. Mittlerweile. Anfangs, klar, wenn du noch so low-level bist, kotzt es sich richtig an. Aber ratzfatz hast du da deine... Siehst du halt dann das, was vorwärts geht, ne? Ach, das kann ich nicht kaputt machen. Okay. Verstehe, verstehe. Dann kommt irgendwann mal wieder so ein Bereich, wo das ein bisschen stagniert, wo du denkst, es geht nichts mehr. Aber da musst du halt dann einfach noch durchhalten. Oh. Rauf auf meiner Mupfel. Ach, das sind so Entspannungsbäder, wo dann oben hier so entweder verschiedene Lichter oder dann auch mal so ein Sternenhimmel und so ein Zeug eingeblendet wird, ne? Ein Schlafanzug. Genau das, was ich brauche in der Survival-Situation. Ein Schlafanzug. Oh, ich kann noch nicht ins Bett. Ich habe meinen Schlaf hier noch nicht an. Hab genug Sport, wenn es wärmer wird. Garten ruft. Ja, da kannst du auch ganz schön schwitzen in so einem Garten. Och, nö.
Fronten geklärt, würde ich sagen. Sieht aber krass hier unten aus, ne? Dachte, den kann man auch looten. Leider kannst du den nicht drunter ziehen zum Warmhalten. Ja, das wäre das nächste zum Warmhalten. Zwiebelprinzip, ne? Mehrere Schichten. Dazwischen vielleicht ein bisschen Luft. So, sehr schön, dass man hier so viel Stoff bekommt. Glatt ein paar Mollys machen. So, jetzt sind wir wieder hier an der Rezeption. Jetzt gucke ich hier noch mal ganz kurz durch, weil da sind wir ja etwas blauäugig schleichenderweise durchgegangen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes, was man so mitnehmen könnte. Das hier zum Beispiel. Ist nur ein bisschen. It's been all this time sitting up at Golf Course and you haven't on any golf clubs or balls. How are you supposed to... Wir wollten hier einen Golfclub aufmachen. Verstehe. Warum auch nicht? Holo VR. The Future of Gaming. Na, hat sich bis jetzt leider noch nicht so durchgesetzt, ne? Kannst du Zelt wegen Speichern dort bauen? Bestimmt. Schau ich dann gleich mal. Bevor wir da reingehen. Aber sollte eigentlich gehen, weil es hat ja selbst in Höhlen hat es ja funktioniert. Steine brauchen wir nicht. Eine Energiemischung, ja, brauchen wir nicht. So, gucken wir mal. Ja, klar, läuft. Dann speichern wir kurz. Dann geht es in den nächsten Abschnitt. Eingeschleimt, erinnert ein bisschen an Alien. Oh, ich hatte mich ja letztes Jahr so enorm gefreut auf dieses Alien, ich weiß nicht mehr wie es hieß, kam Alien-Spiel raus. Der Trailer sah richtig geil aus. Ertrinke. Und dann war das irgendwie so ein Strategiespiel und da war ich dann schon wieder raus. Da war ich dann schon wieder raus aus dem Ganzen. Schade. Naja, was soll's. Aber hier scheint es ja sonst nichts zu geben, ne? Stunner. Haben wir nicht auch so eine Stun-Gun? Ja, hier. Betäubungsgewehr, okay. Toll.
So viel Stoff. Shane. Shane, Shane. Gut, na dann geht's, glaube ich, da hinten weiter, ne? Oh, ich wurde auch verewigt im Spiel. War der auf dem Trimmrad 18 Meter ranfahren? So viel Stoff, man könnte denken, in Holland zu sein. Oh, vielleicht. Join us in the dinning hall Monday at 2 p.m. for a special performed by Bad Pivot. Vom Grundprinzip schon krass, so eine Anlage da unten, da steht einer, da unten hinzubauen. Aber das Material müssen die doch irgendwie hier runter geschafft haben, meines Erachtens. Baut sich ja nicht von selber so ein Ding hier, ne? Hier! Sagt das mal eine Umzugsfirma. Wenn die sagen, wir liefern bis Bordsteinkante. Ja, nee. Meine Bordsteinkante ist unten. Was ist das? Ach, das ist die Tischnummer oder so. Haben wir hier. Alles wieder dasselbe. So, hier haben wir ja sonst nix. Da haben wir auch nix. Okay, dann schauen wir doch mal hoch. Ah, Feuerstellen, okay. Was ist das? Ach, ein Abfluss. Oh, warte. Nein. Hilfe! Ach da. So, dann gucken wir hier mal Stück für Stück durch. Ich wünschte, ich könnte die Luft aus denen rauslassen. So, was haben wir denn hier? All digital communication to be printed out. Do not leave digital copies of your communication on any device of discard. Bla. Also, Barbara Pufton meinte, der gute Mr. Pufton würde gerne keine digitale Abschrift haben, sondern oldschool-mäßig Papier. Wenn ich das so richtig übersetzt habe. Was nicht immer sein muss, ne? Ich bin nicht der Beste in Englisch. Ich baller da auch gerne mal eine schwimmende Bar. Den einen oder anderen Fehler mit rein. Aber natürlich kein Wodka für einen Molly. Na klar. Das heißt ich jedenfalls. Naja, es gibt... Das ist wie beim Autofahren. Es gibt immer irgendeinen, der schneller ist als man selbst. Und so ist das dann auch quasi mit Englisch. Es gibt immer einen, der besser ist. Aber es gibt auch immer einen, der schlechter ist. Muss man sich als Gegenargument immer vor Augen halten, ne? Mehr Stoff. Stoff? Wer hätte es gedacht? Ene, Mine, du. Gegangen wirst du. Okay. Es muss aber jeweils einen besten und schlechtesten geben, oder? Glaube ich noch nicht mal. Warte mal. Nee, das ist zu dunkel, ne? Ich glaube es nicht mal, weil sobald es einen Besten gibt,
gibt es immer einen, der sagt, ich will besser sein. Und schon ist der Beste nicht mehr lange der Beste und wird abgelöst. Gönn dir. Ja, das, was runtergefallen ist, das hören wir uns auch gleich. Kommt die komische Düdelei her? Today was a good day. Oh, Geld. Ist ja nett. Das Solo hat überzeugt, nehme ich an. Die kann ich jetzt wieder nicht mitnehmen, ne? Errungenschaft 1%. Warum? Weil ich so viel Geld jetzt gesammelt habe, oder was ist los? Das ist ja ein Erfolg, den man durch Bescheißen sehr schnell bekommt. Ich speichere hier, lade erneut, ganze Geld wieder da. Wenn es schmeckt, na klar. Ich kenne ja Schwertschlucker, aber Gitarrenschlucker? Naja, das ist... Okay. Nachdem der Weltrekord für Schwertschlucken aufgestellt worden ist, hat sich einer gedacht, ich will aber auch in irgendwas sehr gut sein. Ich schluck einfach Gitarren. Okay, Batterien haben wir noch genug. Und so kam es halt zum Gitarrenschlucker. Medizin sind wir voll, gut zu wissen. Schlüsselkarte von wem? Von wem? Von wem? Von wem? Arnold Grant. Ich häng fest. Jetzt. So, after settling the entire facility, this planet having a much more important task to be focused on, we have... Es geht schon wieder um die dämlichen Golfbälle. Sie möchten die Golfbälle in den Fokus nehmen. Warum auch immer. Einen Moment. Nur, falls jetzt irgendwas schief geht. Nichts hinter, war schon jemand. Achso, okay. Ich wollte jetzt nämlich testen, ob man da durchglitschen kann irgendwie und irgendwas Tolles findet. Dann geht's ja wohl hier weiter. Okay. Read it ASAP.
Hank Keys to Jackson Holly. Keep an eye on Jian Zhu. He may be working for Sahara. Wer auch immer Sahara ist. Ach ey. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen mehr Licht. So. Last Will and Testament of Edward Pofton. I have the following living child, Virginia Pofton. Was ist denn das für eine Summe? 578.534.827.095 Dollar. Mit 500 Milliarden kannst du wohl was anfangen. Da kannst du wohl richtig was anfangen mit. Danke sehr. Hier ist auch zu. Okay, dann sind wir hier. Ja. Quasi durch. In diesem Punkt. Halt! So. Dann schauen wir doch mal in die andere Richtung. Mit Seilbahn schafft man es, wenn es nicht mittlerweile gepatcht ist. Ah, okay. Sahara war die Firma, der die Insel gehört, wo Forest 1 war und scheinbar auch diese hier. Nee, ich dachte, Pofton hatte diese Insel gekauft. Mir war so. Kann mich aber auch täuschen. Blieb, blieb. Muss erstmal das Ding hier ablegen. Muss erstmal nachladen. Pfeil? Entschuldigung, Bolzen. Hallo? Also das ist noch ein bisschen nervig, aber ich denke mal, das kommt auch mit der Zeit. Ach, von Sahara abgekauft. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. So, der Kumpel hier vorne hat auch nichts, ne? Nee. Ist mein zweiter Pfeilkollege. Alle gegessen. Okay. Dann sei so. So, ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Babys. Das wäre ein Lufttank gewesen, aber leider nein. Was machen wir mit der ganzen Kohle, sag mal? Hier ist another one, Artefakt 2. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Kreissäge.
verbrennen. Hab ich beide erwischt? Jo. Tja, meine Damen und Herren, wo sollen wir denn als erstes hingehen? Aber hier ist ein Ausgangszeichen drauf, da möchte ich, glaube ich, noch nicht hin. Schauen wir erstmal da lang. Hier ist nämlich kein Ausgangszeichen drauf. Spider-Kind, Spider-Kind. Ja. Es schnauft. Nur zur Sicherheit. So, was hat denn der? Eine Kettensäge. Nice. Oh, guck mal da. Wo immer die herkommen. Nehmen sie mal mit. Hoffe, die vermisst keiner. Nee, zum Glück nicht. Ich dachte, also war eigentlich jederzeit, als ich hier in diesen großen Raum schon rein bin, am Überlegen, ob jetzt dieser neue Dämonenboss oder was das war, jetzt gleich kommt. Aber haben wir ja noch mal Glück gehabt, ne? So, sieht man die ein bisschen besser. So, mit dem Zielen, das üben wir aber noch mal. Hier bin ich. Nee. Ich dachte, wir wären jetzt in dem einen Ding gewesen, wo wir die Treppen da runter. Doch, das ist das doch, oder? Nee, das ist das nicht. Warum haut der denn nicht mehr kräftig zu? Ich sehe nichts mehr. Wieder zwei Wege. Sieht doch fast alles gleich aus. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Okay, warte, wenn ich jetzt gleich wieder bei den Babys rauskomme. Okay, rennt man hier im Kreis. Wow. Das heißt ja, hier muss es rausgehen. Sagt die Uhr? 8:41 Uhr. Was sagt die echte Uhr?
22, 27, haben noch ein bisschen Zeit, Freunde, haben noch ein bisschen Zeit. Träumchen. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, da hinten wäre der nächste Punkt, da würde ich dann auch jetzt direkt hindüsen. Keine Müdigkeit vortäuschen. Damit wir das, den Punkt da hinten zumindest noch abarbeiten können. Bevor wir dann für heute dann später Schicht im Schacht machen. Außerdem, wer sich viel bewegt, dem wird viel warm. Da hat er schon keine Möglichkeit, sich zu beschweren, dass ihm kalt ist. Sieht mal auch interessant aus hier. So, warte mal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ups. Hier nichts mit trinken, oder was? Ah, doch. Ob es jetzt Schneehasen gibt oder sowas? Ah, die sind steinig. Ich dachte, das wäre ein Zelt. Oh, energierige Rinnenkopf. Neue Energie. Okay, wir müssen gucken, ob unser Wasserlauf. Was sind das für komische Geräusche? Strange. Also ich werde am Wochenende solche Geräusche hören im Wald. Mache ich mir Gedanken. Die Soundkulisse bei Nacht ist sowieso eine ganz, ganz eigene. Ich finde das richtig krass. Wenn du nachts im Wald bist, ich meine klar, dadurch, dass du weniger Sinneseindrücke über die Augen bekommst, nimmst du natürlich dann... Oh, funktioniert das eigentlich? Nee, das geht nicht. Schade. Was, wenn ich dagegen schlage? Ah, da kommt Schnee runter. Das ist cool. Nimmst du natürlich mit den Ohren viel mehr wahr. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was uns da hinten erwartet. Ausbeute heute war ja eigentlich auch wieder nicht verkehrt, ne? Wir haben die zweite Schrotflinte. Wir haben eine Kettensäge. Die moderne Axt. Ja. Eigentlich nicht verkehrt. Wir haben einen neuen Raum gesehen. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Genau, noch eine Zugangskarte, aber ich glaube, dass er die benutzt hat für diesen Computerraum, wo wir drin waren. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich weiß es nicht sicher. Ich glaube, Brutzi ist nächste Woche wieder da. Vermute ich aber nur. Bin ich mal gespannt, was er sagt. Ob er weiter Forest spielen möchte oder ob er dann bis zum Release warten vom Forest und dann ein neues
nochmal neu im Koop dann versuchen. Wir haben es eilig. Oh, das ist so ein Lager. Nee. Ein Schneehörnchen. Seltenes Tier. Eigentlich. Obwohl, du kannst es an den Monstern ausmachen. Wollte ich gerade sagen, eigentlich müsstest du in einer Session jede Höhle und jeden Punkt abklappern, weil ansonsten respawnt ja immer alles und du weißt nicht, also zumindest ich nicht, wenn du nach einer Woche wieder reingehst, ob du da schon warst oder nicht. Jo. Hier irgendwo. Guarana-Bären, die wachsen jetzt noch. Einsammeln. So, da lang. So, hier irgendwie. Ach scheiße, die haben mich gesehen. Ich wollte gerade die Maske zücken. Warte. Nein. Gib mir Maske. Zur Not muss ich hier laufen. Hallo, guten Tag. Okay, hat funktioniert. Hier waren wir doch. Brutzi und mich haben sie doch mal hierher verschleppt, oder? Und hier soll. Ah, da muss ich hier wahrscheinlich buddeln, ne? Er kennt mich auch nicht, oder? Der hat Asthma, oder? Dass dir nicht kalt ist? Okay, das heißt, wir müssen. Stimmt, deswegen merke ich mir nichts. Wir müssen ein klein wenig aus dem Hintergrund agieren. Fangen wir doch mal an mit. Mollys. Nein, das hier. Erschreck mich nicht so. So, verstecke ich mich hier oben.
So, der große Rote ist auch weg. Jo. Nur zur Sicherheit. Oh, der ist gleich verbrannt, der Kumpel dahinter. Das ist aber einiges. Hier muss ich buddeln, okay. Sekunde, machen wir gleich. Erstmal muss ich das Lager hier auseinandernehmen, fachmännisch. Kann nämlich nicht sein, dass hier illegal einfach so eine Siedlung errichtet wird. Das entspricht nicht dem Baukonzept. Also die kann ich ja nicht kaputt machen, ne? Wahrscheinlich. Den hier auch nicht. Oh, ich kann hier sitzen? Ich kann hier sitzen und einen auf King Dingeling machen. Mit der Maske? Tanzpöbel. Bringe er mir Fleisch. Okay, geht nicht. So, das dürfte es gewesen sein, glaube ich. Wildcampen verboten. Okay, krieg's aber auch nicht kaputt. So, buddeln hier. Da ist dann bestimmt der Eingang zu so einem anderen Dings drinne, wo Andi gesagt hatte, hier ABC-Gedöns. Erstmal durch einen Meter Schnee buddeln. Hier drüben sieht es ganz gut aus. Ach nee, steht drauf. Warte. Also einhändig mit so einem Spaten kann man schon machen. So, na dann gucken wir uns doch mal da unten um. Was haben wir denn jetzt? B. A hatten wir, glaube ich, schon gefunden. A, B, das heißt, dann fehlt noch C. Das ist ja gerade. Ah, ne. Das ging hier endlos tief runter. Waren wir hier nicht schon mal? Ne. Hieran kann ich mich nicht erinnern.
ist eine sehr gute Idee. Oh nein, funktionieren die Sounds schon wieder nicht? Was ist denn das für ein Mist? Oh, nee, ich muss da noch weiter zurück. Andi hat immer richtig gute Ideen. So, das Eis in der Zeit sagt, wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr Grobzeit. Wir waren vorne bei der Tür. Oh weh, mir springt hier irgendwo ein Baby ins Gesicht. Oh, da ist wieder ein Drucker. Hallo, das sind nur alles Wodkaflaschen. Quatsch, nur angeschaut. Abgeschaut. Ist ja egal. Das ist ja egal. Das sind 850 Milliliter drin. Was ist das? Ein Schalldämpfer, nett. Trinkflasche, Maske, Enterhaken, Techmash, Schlitten, Pfeile. Okay. Das heißt, wir machen Techmash 2-3 Mal. Didel-didin. Ich mag irgendwie das Geräusch von dem Drucker. Machen die das wirklich? Da alles nass ist, kann es doch nur eine Wasserschlange sein. Nobody knows. Gesehen. Vielleicht finden wir ja hier diesen ominösen Winterputti. Ein Kompositbogen, Hallöchen. Ich glaube, der löst die Armbrust ab, ne? Schaut es pfeilemäßig aus? 4 zu 5. Aber der schießt halt schneller, ne? Sehr gute Ausbeute. Oh ja. Komm, schmeiß dir einfach mal ein paar Tabletten. Kann ich schaden. So, durch dieses Brummen im Hintergrund hast du kontinuierlich so eine etwas gedrückte Stimmung, finde ich. Aus Ninja-Sterne bauen. Ja, aber hier gibt's nix. Da gibt's nix. Nirgendwo gibt's was. Dann hol du mal wieder zurück. Jetzt dann die Frage. Ach warte, ich gehe erstmal an die Oberfläche. Gehen wir zurück nach Hause oder speichern wir hier? Ah, da hinten gibt es nichts mehr. Ich gucke noch mal ein Stück. Also ich würde sagen, wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Was mache ich in den 10 Minuten? Laufe ich da jetzt einfach stumpf hinter? Ich laufe einfach mal stumpf da lang. Es ist ja scheinbar eine Insel. Das heißt, wir können die Insel umrunden.
und holen uns gegebenenfalls, wenn es da noch was gibt, noch einen Blinkepunkt. Also dann speichern wir dann zum Ende des Streams dann irgendwo hier. Ein Elch. Denk mir doch, für einen Hasen sah das zu komisch aus. So, und es ist erst 11:15. Haben quasi noch den ganzen Tag vor uns. Erinnert mich bitte nächste Woche daran, sollten wir Forest spielen, dass wir die Höhlen dann machen. Wenn wir jetzt dann auf dem Weg zurück bis nach Hause keinen grünen Blinkepunkt mehr finden. Weiteste Zoomstufe, die rausgeht. Ah, ich habe, da sehe ich noch was blinken. Da ganz im obersten linken Eck. Dann sind wir auf dem richtigen Wege. Dann machen wir da quasi einen kleinen Strandspaziergang hin. Wir folgen einfach dem Fluss bis zum Meer. Dann machen wir einen Strandspaziergang. Auch geil. Im Winter an einem Strand am Meer lang laufen, wenn Schnee liegt. Habe ich noch nie gemacht. Sogar nie nicht. Ich kann es mir nicht mehr wirklich vorstellen, wenn du da läufst. Unter dir macht das die ganze Zeit raps, raps, raps. Und rechts neben mir höre ich das Meer. Oder ist es aufgrund der Wärme des Meeres nicht möglich, an dem Strand dann Schnee zu haben. Das kann natürlich auch sein, ne? Das ist halt cool, ne? Da kannst du genau nachverfolgen, wo da einer lang gelaufen ist. Ist geil, kann ich dir sagen. Vor allem an der Ostsee, wo Ebbe und Flut nicht so weit reinkommen. Wo Ebbe und Flut nicht so weit reinkommen. Ach so, wo die Gezeiten nicht so extrem ausgeprägt sind, meinst du bestimmt, ne? Ein Boot. Klasse. Sonst gibt es hier nichts. Ah doch, noch ein Boot. Richtig, das Wasser macht ja eine neutrale Zone. Stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Oh, ein Seil! Oh, ich kann kein Seil mehr mitnehmen. Kann ich jetzt einfach... Hat das Auswirkungen, wenn ich jetzt hier durchs Wasser schwimme? Friere ich jetzt dann schneller? Ich hoffe nicht. Weil da müssen wir erstmal ein Feuer machen und uns wärmen. Ja, du kommst auch auf die an. Danke.
Nee. Ich dachte, hier gibt es einen Höhleneingang. Aber hier am Strand ist eigentlich relativ ruhig. Keine störenden Eichhörnchen, keine aggressiven Elche. Oder täusche ich mich vielleicht nur, dass jetzt im Winter die Inselbewohner nicht so rausgehen, weil kalt und so. Kann natürlich auch sein. Wo kann ich... Ich finde ja Austern. Finde ich die auch irgendwo hier am Strand? Also wenn ich jetzt hier irgendwo einen Felsen suche. Ich meine, klar, jetzt im Winter ist es ein bisschen doof. Aber wenn ich hier zu so einem Ding im Wasser gehe... Ja, nicht so, ne? Wo finde ich denn dann Austern auf natürlichem Wege? Oder kann ich die nur so finden? Was? Ah, Stein. Kanu? Kajak? Kajak-Kanu? Oh, was war das? Energy Drink, ja, danke. Kanu, Kajak ist so Schnellwasser, oder? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Boot. Ist die einfachste Begrifflichkeit. Boot. Boot kann ich. Wollen wir mal auf so eine Insel rausschwimmen? Da gibt es bestimmt irgendwas Cooles. Ist nicht umsonst eine Insel da außen. Es ist ein Boot. Ja. Dem pflichte ich absolut und 100%ig bei. Sehe ich genauso. Schaffen wir das noch mit der Insel? Ja, komm. Wir schwimmen noch raus auf die Insel, gucken uns um, speichern und dann machen wir Feierabend. Deal or no deal? Aussehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist da irgendwo, keine Ahnung, da im Wald und kampierst da einfach ein bisschen, ne? Und auf einmal kommt hier einer mit so einem Fleischsack angezogen, vorbeigechoppt, mit einem GPS-Sender und einer Axt in der Hand vorbei. Denkst du ja auch, bist im falschen Film. Und wenn wir Glück klingen wollen, ist es ein Wasserfahrzeug für ein Mehrperson. Muskelbetrieben, wohlgemerkt. Das ist wichtig. Willst du glücklicher sein als ich? Nein. Als wie?
Menno. So gräme dich nicht. Nutze er diese Worte weise in zukünftigen Ansprachen. Das war auch eine ganz coole Bucht hier, ne? Hier zwischen hast du immer Miesmuscheln in Italien holen können, wenn du da durchgeeiert bist. War ja als Kind sowieso immer so ein nettes Hobby, ne? Muscheln sammeln. Nö. Die Bucht ist eine Wucht. Richtig bei. Musst du nur aufpassen, sonst wird's eine Sucht. Strömung wäre noch geil. Also man merkt es ja, wenn man in dem Fluss trinkt an einer ungünstigen Stelle, dann zieht einen die Strömung mit. Im Meer wäre so eine Strömung noch krass. So, meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, was ich auf dieser Insel hier suche. Ich gehe hier einfach mal lang, ne? Da hinten ist unser Blinkepunkt. Keine Ahnung, was ich mir da reinpfeife. Was war denn das? Ach nee, ich dachte, ich könnte das einsammeln. Komisches Geräusch. So, aber da führt auch eine Straße lang. Warum auch immer hier eine Straße lang führt. Oder nennen wir es Weg. Glaube ich, ein bisschen verträglicher. Aber hier waren wir auch noch nicht, ne? Das sieht alles irgendwie voll befremdlich aus. Da drüben speichere ich jetzt dann. So, wir haben ja gelernt, alles immer doppelt und dreifach angucken. Nicht, dass wir irgendwo irgendwas irgendwie mal übersehen. Gut. So, boah, unser Inventar ist Bombe. Mega gut. Kannst du nicht meckern. So. Speichern wir hier mal. Gut, Freunde, dann schalten wir hier mal rüber. Da wünsche ich mal kurz Nächte, auch von der Lady, und bis demnächst. Viel Spaß am Wochenende. Ja, vielen lieben Dank. Wie gesagt, mit Donnerstag muss ich gucken. Lasst euch überraschen. Also ich würde mal sagen, ab 21 Uhr schmeiße ich nicht mehr an. Also wenn ich bis 21 Uhr nicht angeschmissen habe, könnt ihr davon ausgehen, dass ich an diesem Tage dann nichts mehr mache. So.
Ach, schade. Ich dachte, der Hilly macht vielleicht einen kleinen Geburtstagsstream. Da hätte ich euch rübergeschmissen. Aber leider Gottes nein. Na dann, gute Nacht. Bei mir gibt es gleich Abendbrot. Oh, dann guten Hunger wünsche ich in diesem Falle, ne? Ich muss mich jetzt in meine Kiste reinschmeißen. Und ja, schlafen und hoffen, dass ich dann morgen nicht allzu stark im Eimer bin. Wie gesagt, Zeitumstellung ist so gar nicht meins. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch, falls wir uns nicht mehr sehen, ein schönes, wundervolles, entspanntes Wochenende. Und ja, dann sehen wir uns im Zweifelsfalle spätestens am Dienstag wieder. Macht's gut und Tschüssikowski!